Trotz der massiven Kritik deutscher Medien will die Bundesregierung keine Rechtsmittel gegen das sogenannte Karolin-Urteil des Europäischen Gerichtshofes einlegen. Justizministerin Tsipras begründete dies heute unter anderem damit, die Entscheidung sei für deutsche Gerichte nicht bindend. Die Straßburger Richter hatten die Veröffentlichung von Fotos aus dem Privatleben von Prinzessin Karolin verboten. Sie widersprachen damit deutscher Rechtsprechung. Medien hierzulande befürchten eine Einschränkung der Pressefreiheit. Nicht die Appelle deutscher Medien waren für Brigitte Tsipras ausschlaggebend, sondern der Rat des Bundesverfassungsgerichts. Und das habe keine Probleme mit dem Urteil, erklärt die Justizministerin. Sie findet es positiv, dass die Debatte um Persönlichkeitsrechte jetzt neuen Antrieb erhält. Eine Gefährdung der Pressefreiheit in Deutschland sieht sie nicht. Diese Entscheidung hat keine bindende Wirkung für irgendein Gericht in Deutschland. Auch nicht für das Bundesverfassungsgericht, sondern es ist ein Beitrag zum Diskurs über die Frage, wie grenzen wir Persönlichkeitsrechte und Pressefreiheit ab. Private Fotos wie dieses von Prinzessin Caroline, so will es Straßburg, dürfen künftig nicht mehr ohne Einwilligung gezeigt werden. Erlaubt nur noch Fotos in öffentlicher Funktion. Medienvertreter zeigten sich enttäuscht. Sie fordern die Regierung auf, ihre Entscheidung noch einmal zu ändern. Wenn es künftig nicht mehr möglich sein soll, umfassend und schonungslos über das Fehlverhalten von prominenten Sportlern, Schauspielern, Künstlern, auch Politikern, prominenten Repräsentanten der Wirtschaft zu berichten, dann wird letztendlich die Wächterfunktion der Presse hier ad absurdum geführt. Und das kann und darf nicht sein. Diese Gefahr sieht die Ministerin nicht. Gerade Politiker nehmen das Urteil bewusst aus. Über deren Fehlverhalten könne weiter berichtet werden, auch in privaten Situationen, wenn es dabei um ihre Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit gehe.